So, auf jeden Fall nur ein Punkt, das reicht mir nicht. Boltax reicht auch nicht. Ja, dann 4 Punkte würde ich zulassen. Isaro, nein. Abelmir reicht auch. Und Sulamin bleibt auf der Treppe kleben. Ach, ich mach mir da keine Sorgen. Auf deiner Treppenstufen reicht vermutlich Zulamin in die Hand. Kommt ihr wohl? Ich hänge fest. Ja, Chris, ich zieh mal kräftig an ihr. Dann verliere ich möglicherweise die Schuhe, oder? Nö, geht nicht. Also man müsste erst tatsächlich den Stein aufbrechen mit wie auch immer man das jetzt tut, aber ausgehärtet ist er. Verdammte Axt, Boltax, könnt ihr sie nicht rausschneiden? Ich habe keine Kraft mehr. Rafim würde mal seinen Durium-Schlagring anlegen und damit auf seine, auf den Stein, der seine Füße umschlägt, einprügeln. Isaron benutzt seinen Stab. Wartet, ich bin gleich wieder da. Ich laufe mal den Rest der Treppe hoch und schaue, was ich im nächsten Raum finde. Ja, wenn du den Raum hochläufst, kannst du tatsächlich sowas wie ein kleines Heerlager erkennen, was hier aufgebaut worden ist. Einige Zelte, die hier stehen, die Werwölfe, die gerade ihr Leben aushauchen, draußen vorne an den Mauern, den silbernen Klingen. Alles ist bedeckt mit silbernem Staub. Die Untoten sind wohl auch tot. Du kannst noch einen Nekromanten erkennen, der wohl gerade vor dem Todesfall steht und finstere Bewegungen macht. Irgendwelche hektischen Bewegungen ruft und da versucht noch die letzten Überbleibsel seiner Untoten zu dirigieren. Und du siehst wohl auch, wie hier 3, 4 Pferde stehen, die hier oben angebunden sind. Finde ich einen Hammer, eine Spitzhacke? Ich nehme auch einen Streitkolben, den ich mir gehört. Ja, würdest du sicher nicht finden. Dann kehre ich zurück und versuche irgendwie, vielleicht nehme ich hier 2 Dinge und versuche irgendwie Hammer und Meißelartig da an Zudermin-Füßen anzusetzen. Warte mal, vielleicht geht das so. Dann hacke ich da irgendwie rum. Ich bin kein Steinmetz. Ja, dann gib das mir. Ich kann am besten damit umgehen. Ich befreie mich selbst und dann befreie ich alle anderen. Boltax hat's doch geschafft, oder? Nee, ich hab's hast du es nicht geschafft. Naja. Hat's auch geschafft, nur nicht gut. Ich lass mir trotzdem nicht nehmen, irgendwie 1, 2 Schläge anzusetzen, nur probeweise. Aber wie gesagt, ich hab Steinmetz nicht mal aktiviert. Also ich wollte gerade sagen, auf Steinmetz. Nee, wenn es doch nichts wird, wenn ich vermutlich nicht mal einen Kratzer reinmache, werfe ich sie dann. Reiche ich sie zu Boltax durch. Wir stehen, glaube ich, alle so nacheinander, dass es mit einer Kette geht, oder? Ja, also ihr könnt euch dann definitiv mal befreien. Boltax sehen wir mal eine Steinmetzprobe. Und dann die anderen in einer schwierigen Operation aus dem Stein zu befreien. Und wenn ihr dann nach oben tretet, könnt ihr immer noch erkennen, wie der Vollmond wohl am Himmel steht. Der Wald hat sein finsteres Pulsieren aufgegeben. Mittlerweile sind wohl auch all die Werwölfe tot. Der Nekromant wurde gepfählt von der anreitenden Kavallerie, sodass sich jetzt eine siegreiche Schlacht vor euch offenbart. Ich würde das Heerlager mal durchsuchen, ob sich da irgendwelche Schriftstücke oder ähnliches finden. Wenn hier irgendein Banner steht, möchte ich jetzt an der Mauer treten. Ja, sicherlich Banner von sicherlich irgendwelche Arocker-Runen, die darauf angebracht sind, von dem Nekromanten. Altzoller Wappen. Ihr könnt erkennen, wie es hier wohl von irgendeinem Scharlachtraum, der Grabschänder Belharion Scharlachtraum, der jetzt wohl diese nekromantischen, diesen Todeswall aktuell kontrolliert hatte. Zudem gibt es Bewegungen mit Heeresanforderungen. Der finstere Asmodeus von Andergast hatte wohl Jelnern angefragt, ebenso dann auch weitere Verstärkungen, alles was aus Altzoll kommen sollte. Und Belharion Scharlachtraum selber war wohl der selbsternannte Kommandeur dieser Truppen, stationiert dann hier, um aufzupassen. Ansonsten ist weiteres nekromantisches Zauberwerk, was sicherlich verbrannt gehört. Oder aber mit in die Gareta Bleikammern mitgenommen werden sollte. Brennen ja, diese Banner nicht recht gut? Die sind ziemlich alt wahrscheinlich, oder? Und trocken? Definitiv altes, knorriges Leder von vielleicht Menschen. Ich würde ja mit einer Stabflagge anzünden, die Banner, und verbrennen lassen. Aber hier sind keine Lebenden mehr oder Untoten, die uns feindlich gesinnt sind. Nein, die Werwölfe haben sich allesamt nach unten verzogen und wurden dort dann aufgerieben, nachdem sie von diesem Silberstaub, der immer noch in der Luft flirrt, provoziert worden sind. Ihr könnt auch einige erschlagene oder zerkratzte Werwölfe hier oben erkennen, die sich dann hier zerfleischt haben, die dann tot herumliegen, aber auch nicht erhoben worden sind, sodass dann dieser Todeswall sehr still hier liegt. Ja, also Schriftstücke finden wir jetzt keine wesentlichen. Also
Ja doch, wie gesagt, Heeresbewegung von Altzoll in Richtung Romulus, das ist der Befehl. Man sollte sich mit Asmodeus und Andergas anschließen und ja, zauberisches Werk, nekromantische Sprüche vom Nekromantenrat aus Wahrung. Okay, ja, die, also das Zauberwerk lasse ich für Isarun da, die kann sich da entscheiden, was sie mit machen möchte. Ich packe die Seele- und Heeresbewegung zusammen. Ich denke, da wird sich unser guter Herr Rabenmund für interessieren. Nun, dann haben wir wohl Answin einen Sieg geschenkt. Naja, ist gebraucht oder nichts allein gestellt. Nun ja, und einen großen Schritt getan zur, naja, Entgiftung dieser Mauer. Denkt ihr, diesen Architekt zu töten war der Kern? Der Schlüssel? Nein, aber ein wesentlicher Faktor. Ich denke, wenn er erstmal aus dem Weg ist, dann besteht jetzt die Möglichkeit, endgültig diesen schändlichen magischen Kräften ein Ende zu bereiten. Und wir sollten, nachdem wir uns ein wenig ausgeruht haben, Alwin aufsuchen. Er wird wissen, was zu tun ist. Nun, ich hoffe doch, dass er herkommt und den göttlichen Willen walten lässt. Jetzt werde ich ihn zumindest antragen. Suchen wir erst einmal einen Weg hinab. Ich nehme an, Boltax will auch nach seinem verstorbenen Artgenossen sehen. Ja, jetzt wo dieser Architekt weg ist, vielleicht sind sie ja jetzt auch erlöst. Es wäre zumindest schön. Ja, und wir müssen ganz viele Löcher in die Wände und Decken machen, wegen des Sonnenlichtes und den Untoten und so. Oh, das ist eine gute Idee. Und das ist eine Aufgabe, die jemand anders übernehmen kann. Noch scheint ja eh keine Sonne. Richtig, wir dürfen es nur nicht außer Acht lassen. Wenn ihr die langen Wege, die vielen hundert Meter zurückgeht, schreitet, das ein oder andere Mal könnt ihr noch eine Säule zum Einsturz bringen, damit zumindest auf dem Weg noch die ein oder anderen Untoten weggerissen werden und die sich weiterhin nicht bewegen. Ihr könnt aber auf alle Fälle erkennen, dass die kleinen, kindergroßen Golems ihre Tätigkeit eingestellt haben und wohl erstarrt sind, nur noch still und da wie Bäume stehen, angewurzelt an Ort und Stelle, wo sie eben noch standen, mit Steinen in den Händen. Die Lücke hat sich wohl noch nicht ganz geschlossen. Noch ein kleiner Durchbruch, den man dann wagen könnte mit einem Gewalt von den Stäben von Isarun und Abel. Mir könnte man da auch dann die letzten Bröckchen wieder wegschlagen, bis ihr dann in der leeren und verlassenen Kammer der Zwerge steht. Nur noch eine vermoderte Bank. Ein vermoderter alter Streitkolben, der dort liegt. Einige zerbrochenen Fiolen mit Engbeller Brandöl. Nichts erinnert mehr daran, dass hier 6 Jahre Zwerge geknechtet worden sind. Ah, oh, sie sind erlöst. Das ist aber schön. Nun, wir sollten zumindest eine kurze Zeit verweilen und für sie beten. Herr Angor, nimm dich 4 formidablen Bergen an. Sie haben alles gegeben und haben uns am Ende geholfen, diesen schändlichen Schandfleck, diese Mauer hier, zu vernichten oder zumindest einen Teil dazu beizutragen, nicht wahr? Nimm dich ihnen an und ja, führe sie mit ihren Familien zusammen. Gut, wir werden uns ihnen erinnern. Das werden wir. Vielleicht solltet ihr ihren Familien einen Brief schreiben, damit sie wissen, was mit ihren Angehörigen geschehen ist. Das ist eine gute Idee. Ich werde das wohl eher dem Hochkönig antragen. Das macht viel mehr Eindruck, wenn er etwas schreibt. Naja, ihr versteht schon. Sicherlich. Übrigens, wie gut, dass sie euch den Namen genannt haben. Genau. Isarun und Yalan, ihr dürft mal gerne eine entweder Heraldik- oder Staatskunstprobe würfeln. Wir müssen uns entscheiden, ja. Ja, entweder oder. Oder willst du beides? Dann gibt's Heraldik. Die Klugheit. Ja, Yalan hat sich da nicht weiter dafür interessiert. Er hat nur Hammer und Meißel dann genommen und dann versucht rauszubrechen, was dann Boltax übernommen hat, sodass er dann mit einem kritischen Blick geguckt hatte.
Aber als Iserun Zeit genug hatte, angewurzelt, wie sie dort stand, oder versteinert, wie sie dort stand, konntest du dir noch die Klinge Grindur nehmen, die vor 12 Jahrhunderten dem alhanischen Fürsten Sildrojan geschmiedet wurde. Das ist also ein legendäres Schwert, was dann wohl dem tobrischen Herzog übergeben werden müsste. Schaut einmal, was für eine Waffe dieser Dunkelsteiner geführt hat, die er gestohlen haben muss. Ich erkenne sie nicht. Die sagen vom legendären Zauberschmied Sildrojan? Bisschen klein die Waffe, aber sonst ganz nett. Ein Meisterwerk, schaut mal. Wie schön. Das müssen wir auf jeden Fall ans Herzogshaus überbringen. Ja, ich freue mich schon. Wenn du meinst. Nun gut, dann verwahrt sie gut. Zunächst haben wir zu tun. So könnt ihr nach den Gebeten von Boltax, der sich dann aufrappelt, wieder die kleine Kaverne verlassen. Hörtest du noch irgendwas in der Kaverne tun? Ja. Oder schnitzen? Ja, hatte ich tatsächlich noch vor. Ich würde den Streitkolben, der da so halb vermodert liegt, noch irgendwie ein bisschen drapieren und meinen Dolch vielleicht noch aus einer der Blanken oder was auch immer dort noch findet an Holz, zumindest die Namen der 4 Verstorbenen und ein Teil ihrer Geschichte einritzen, dass sie halfen, die Mauer zu zerbrechen und den Architekten zu stürzen. Ihre Namen sollen niemals vergessen werden und in die hohen Hallen einziehen. Semrosch, Sohn des Xordogrim, Kugrasch, Sohn des Xendosch, Undrasch, Sohn des Kundrasch und der Hügelzwerg Ingrasch Apfelwiese. Auf das er Käse und Wein finden wird. So könnt ihr wieder zurück zum Heerlager von Answin von Rabenmund kommen. Die Stimmung ist relativ gut. Die Leute erholen sich noch von den wenigen Kratzern, den Verletzungen, die sie davongetragen haben. Und wenn ihr an den Zelten, vor allem der Fälscher, vorbeigeht, könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie hier wohl Leute auch gebissen oder gekratzt worden sind. Allerdings werden die Medici, die sie hier aktuell schon mit einer merkwürdigen roten, ja, einer Pflanze behandeln, die Drachenschlund genannt wird, die dann wohl zumindest dem Aberglauben nach gegen diese Werwolfbisse heilen soll. Überall dort, wo ein Drache verwundet oder getötet worden ist, soll diese Pflanze wohl wachsen. Hier wird sie also dann gerade aufgetragen, zu einer kleinen Paste verrieben und dann den Bisswunden aufgelegt. Boah, seht ihr, das sind gute Pflanzen. Gute Pflanzen sind das. Das sind Pflanzen, die zeigen, dass die Drachs gestorben sind. Wah, ich mag diese Pflanzen. Jeder Zwerg mag diese Pflanzen. Warum bestreichen sie die Leute damit? Weil es gut ist, wenn ein Drachs gestorben ist und... Naja, sie werden schon wissen, was sie machen. Na, sie wirken auf jeden Fall, als wären sie vorbereitet. Ich hatte ja ein wenig Zweifel an Answins Plan, bei Vollmond anzugreifen, aber... Offenbar ist alles gut gegangen. Hinter euch taucht Jeroban von Liliengrund auf, der euch nur noch zunickt. Das wohl. Er ist tatsächlich sehr versiert und der Vollmond hat magische Kräfte, die er in diesem Fall gegen sie benutzt hat. Zwar sind die Werwölfe an diesem Zeitpunkt stärker, aber sie wenden sich auch gegen ihresgleichen. Geschickt. Geht davon aus, dass ihr mit dem Herrführer ansprechen wollt? Ja, und mit Albrax. Ja, Albrax wird sich sicherlich bei seiner Artillerie aufhalten. Den Zyklopen. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen erst zum Heerführer und dann zu Albrax. Gehe davon aus, da wir keine Prioten in unseren Reihen mehr haben, dass ihr für diesen Bannstrahl verantwortlich seid. So sieht es aus. Und seid bedankt im Namen meiner Männer, denn auch ich habe keine große Lust gehegt, diesen Wall profan zu erobern. Bin daher sehr dankbar, dass ihr uns diese Pflicht abgenommen habt. Eure Diener helfen allen, die rechtschaffen sind. Auf welcher Seite auch immer sie stehen. Gib dir die Hand. Nun gut, dann... Solltet ihr etwas brauchen? Alkohol? Etwas zu essen? Lasst es uns wissen. Oh ja, so ein Bier. Das wäre ganz fein. Dann solltet ihr am besten direkt zu Albrax gehen. Die Biervorräte finden sich sicherlich in seiner Nähe. Das klingt gut. Okay, lasst uns zu Albrax gehen.
Ich denke, es ist die Höflichkeit gebietet, dass wir zuerst mit Answin sprechen. Oder wir gehen zu Albrax, organisieren ein Bier für Answin und bringen es ihm mit. Wäre das nicht viel höflicher? Wie wäre es, wenn ihr das tut und wir schon einmal zum Heerführer hingehen? Ja, das klingt gut. Ich folge Boltax. Der Mann mag keine Bären. Mit dem habe ich keinen grünen Zweig. Los, geh Boltax, ich folge dir. Wir müssen da hinten hin. Ja, und dann würde ich zu Albrax gehen. Ah, Boltax! Ah, Federchen. Willst du ein Bier? Hier, nimm dir. Oh, ja, du hast es an meinen Augen abgelesen. Wischt dich gerade Schaumkrone aus seinem Bart. Ah, auf jeden, du kannst Akku trinken, das weiß ich noch. Ja, natürlich, natürlich. Ja, war gut, eure Artillerie, muss ich sagen. Schöne Treffer. Ah, der Wagen von Abelmir hat sich auch bemerkt. Angroschmini ist stolz auf ihn. Auch wenn sie das alleine war, aber... Alles aufgegangen. Albrax, weißt du, ich habe vorhin ein paar Brüder getroffen gehabt. Naja, du hast ja sicherlich die Nachricht bekommen, die... Ja, die habe ich nicht ganz verstanden. Wir haben keine Pioniere, keine Sapeure. Ja, das waren auch Verbleibende, die vor 6 Jahren, hier, du weißt schon, die sind leider auf unglückliche Art und Weise umgekommen. Und was? Für wen von ihnen habt ihr... Meine Brüder, wen von ihnen habt ihr getroffen? Xerbrasch, Ondrasch, Kugax und Skundrasch und Ingrasch, Apfelbin. Xerbrasch. Das erfüllt mein Herz mit Trauer. Meines auch, aber... Er greift sich ein neues Bier. Aber wir konnten ihnen zum Glück helfen. Wir konnten ihnen helfen, ihre Aufgabe doch noch durchzuführen. Und so konnten sie letztlich eine Lösung finden und zu Angrosch heimkehren, zu ihren Familien und ihren Lieben. Ja? Oh, das hast du gut gemacht. Boltax, ich bin stolz auf dich. Ich habe dort einen ihrer Streitkolben und ein kleines Schild hinterlassen. Ich würde dich bitten, wenn du einmal die Möglichkeit hast, ihren Familien nun zumindest Nachricht zu geben. Ja, werde ich. Sie sind mit ihren Namen schon eingraviert. Wir haben den Kontakt zu ihnen verloren und wir sind schon davon ausgegangen, dass sie gestorben sind, aber wenn sie weiterhin als Geister hier gewerkelt haben, 6 Jahre, verdammt, und ich habe sie vergessen. Nicht vergessen, aber ich... Sie sind ja nicht vergessen und jetzt werden sie geehrt. Ich werde ihnen eine Säule auf Xorlos spendieren. Oh, das wird ihnen sicherlich gefallen. Nun, ansonsten habe ich noch ein paar Papiere im Heerlager gefunden, wenn du sie einmal lesen magst. Ich kann mir das mal ansehen, danke. Aber vielleicht blättert er so ein bisschen rüber mit seinen schmierigen, bierigen Fingern. Ich bin ganz verlesen, aber das ist doch etwas, was du vielleicht Answin geben solltest. Ja, ich wollte nur zuerst bei dir fragen. Vielleicht interessiert es dich ja mehr. Dann werde ich mal zu Answin gehen. Vielleicht bringe ich ihm auch noch ein Bier mit. Ich denke, der kann auch mal eins vertragen. Der hat ja kaum was. Spindeldördermann. Spindeldörder. Er ist alt, Boltax. Alt. Das bedeutet ja aber nicht, dass er nicht ein bisschen mehr essen kann und ein bisschen mehr trinken. Guck mal, ich bin älter als er, da bin ich mir sicher. Und schau dir meinen prächtigen Bauch an. Das ist ein guter Punkt. Bist du? Ich bleib hier bei der Artillerie mit meinem Bären. Kümmert du dich mit den anderen um diesen Kaiser, wie er sich nennt. Gut. Ja, dann würde ich mir noch einen weiteren Krug schnappen mit 2 Krügen und dem Papier so irgendwie in die Tasche geknüllt, dann Richtung Aspen gehen. Ja, die anderen derweil können das Zeltlager betreten und werden direkt dann bei Answin vorgelassen, der dort wieder zusammengesunken, mit den Fellen über seine Schulter gelegt sitzt, immer noch so ein bisschen zittert von der Kälte, aber zufrieden lächelt, nickt und euch dann begrüßt, als ihr hier aufsteht, die Hand reicht. Ich danke euch für das Reich. Ihr habt große Heldentaten vollbracht und
Auch wenn ich euch in den Reihen meiner nicht gesehen habe, weiß ich doch um den Bandstrahl und um das, was ihr getan habt. Es war uns eine Ehre, an dieser Schlacht teilnehmen zu können. Es war mir eine Ehre. Nun, reden wir über die Dinge, die bevorstehen, hm? Ich habe nun genug Zeit und Muße, um mich mit euren Belangen oder denen der Reichsregentin zu befassen. Ich werde nicht direkt nach Altzoll vorrücken. Was also kann ich für euch tun? Magistra, wollt ihr vielleicht die Lage präsentieren? Nun, wie ihr wisst, kamen wir aus der Varunkai und haben dort die Hauptstadt Varunk befreit. Geholfen dort früher. Die Rondra-Kirche hat natürlich ihr Übriges getan. Alleine konnten wir das natürlich nicht schaffen. Ich weiß nicht genau, wie ich fortfahren soll. Ihr sagtet, ihr wolltet nicht nach Altzoll vorrücken. Was ist stattdessen euer Plan? Die Pforte zunächst verschließen. Ich bin mir gewiss dessen, dass die Schwarzen Lande auch ohne Wahrung weiterhin gefährlich sind. Dass der ehemalige Golgarithenfürst immer noch ein gefährlicher Gegner ist und dass Yol'Gurmak, die schwarze Stadt, nicht weit ist. Sollten wir also einen weiteren Ausfall wagen, beim großen Heer und uns als Zoll so erobern, dass es eingegliedert werden kann, dann wird Yol'Gurmak auf diesen Vorstoß sicherlich reagieren. Davon gehe ich aus. Wir haben nun die einmalige Gelegenheit, nach fast 7 Jahren diesen Wall seiner dämonischen Präsenzen zu entledigen. Wenn wir dieses Gebiet dauerhaft befrieden wollen und dafür sorgen wollen, dass diese Mauer nicht mehr zum Bollwerk schwarzer Mächte wird, dann sollten wir uns auf jeden Fall darum kümmern. Wir sollten Geweihte heranschaffen, Magier, Analytiker, Antimagier, die hier ihr Werk tun. Ich werde alsbald mit meinen Kameraden aufbrechen, um mit Albrecht von Bringelsaum zu sprechen. Er wird sicherlich wissen, was zu tun ist. Er nickt nur. Meine Fex-Geweihten haben das Bauwerk bereits analysiert. Viel Magie ist durch es hindurchgeflossen, durchdrungen, teilweise in den Boden tief hinabgereicht. Die Ranken waren magisch. Das wusstet ihr aber sicherlich schon. Habt ihr doch etwas im Inneren aufgespürt, vertrieben? Achtung, hier kommt das Bier. Einmal durchlassen. Hallo Answin, ich hab dir ein Bier mitgebracht. Würde das vor ihm abstellen. Er lächelt freundlich dir zu, wie ein Großvater es tut, lässt es aber stehen. Ach so, und ich habe noch ein paar Dokumente, die haben wir dort oben gefunden. Albrax hat gesagt, dich würden die mehr interessieren als ihn. Und ich würde die zerknüllten Pergamente aus der Tasche holen und ihm dann reichen. Nun, wenn ihr mögt, ich überlasse sie den Fallen des Lichts. Ich habe zurzeit keine Magier in meinen Reihen, nur die Fex-Geweihten, die mir noch geblieben sind. Wir werden uns dieser Schriftstücke gewiss annehmen. Wir werden sie analysieren. Falls sie neue Erkenntnisse darüber bringen, wie wir den Feind bekämpfen können, werden wir sie studieren. Ansonsten werden wir sie vernichten. Hab Dank. Nun, scheint wohl einen Ort zu geben, der nicht fern von hier liegt. Al'Zul genannt. Alt, der mit einer Kraftlinie verbunden ist, aber auch da bricht dann das Wissen meiner Fex-Geweihten ab. Wir können zwar das ein oder andere analysieren, zusammen mit Hilfe Nandus oder der Herrin Sinde. Doch sicherlich sind eure Magister oder diejenigen, die in Romulus aufzufahren sind, wesentlich besser geeignet, um dieses Bauwerk und die magische Verquickung mit Al'Zul zu untersuchen. Das werden wir tun, sobald es die Zeit zulässt, sobald es für die Magister aus Romulus sicher ist, hierher zu kommen. Es liegt immer noch einiges an ungewissem Land zwischen uns und Romulus. Dem ist so. Wie gedenkt ihr, mit eurer Verwandtschaft im Süden fortzufahren? Ich hege keinen Zwist mit Grunde. Sie mag eine Schlange sein und sie hat mich verraten, doch ich bin nicht nachtragend. Sie hat keine Ehre, so kann sie mir meine nicht nehmen.
Wenn es noch weitere Unholde gibt, die es zu bekämpfen gibt und die das Reich der Partien bedrohen, mein ehemaliges Fürstentum, so mag ich sie schlagen. Einen nach dem anderen. Nun, wir sind uns sehr sicher, dass wir von dem Schwarzen Drachen noch nicht das Letzte gehört haben. Deren bin ich mir auch gewiss. Und wir sind uns ebenfalls sehr sicher, dass die Schlagkraft ihrer kaiserlichen Majestät nicht ausreichend sein wird, um den Drachen zu besiegen. Die Reichsregentin? Die Kaiserin. Jedenfalls können wir zumindest zu diesem Zwecke darauf setzen, dass ihr uns eure Schlagkraft zur Verfügung stellen werdet. Ich verlange nicht viel. Ich wiederhole es gerne ein weiteres Mal, doch ohne dass ihr mir meinen Diplomaten Alvan von Unterlatissen Rabenmund zurückbringt, werde ich nicht an der Seite der Kaiserin, der Reichsregentin, Rohaya, wie auch immer ihr sie nennen mögt, kämpfen. Ich überbrachte ihr eine Botschaft und sie schlug mir oder meinem Diplomaten ins Gesicht. Ich bin nicht eitel, doch da, wo die Diplomatie endet, da kann sie nicht neu geschmiedet werden. Nicht mit einer blutigen Rabenfeder. Ich bin gerne gewillt, an der Seite von ihr zu kämpfen, für das Reich. Doch ich will Alvan zurückhaben. Ihr seid gewillt, es brennen zu lassen, um euren Groll zu befriedigen? Dann werde ich nicht an ihrer Seite streiten, sondern meinen Zielen nachgehen. Ja, wir kriegen das schon hin, irgendwie. Und mich dann wieder zurück nach Lovang zurückziehen. Gut. Es wird geschehen. Wir werden der Sache persönlich nachgehen. Er nickt. Wenn es sonst nichts weiter gibt, so heißen wir euch mit Freuden an Heim und Herd willkommen. Wir sind gute Gastgeber. Bedient euch. Trinkt von unserem Bier, esst von unserem Fleisch. Ihr habt einen großen Sieg vorangetragen. Nun, wir werden uns wohl bäldigst auf die Abreise vorbereiten. Na, was mit euch? Nix mit euch. Oh, dann ziehe ich zähneknirschend aus dem Zelt ab. Und er sich seinen Mantel enger. Wir hatten ja noch ein Zelt hier, wenn ich mich nicht täusche. Dann werden wir wohl zurückkehren. Mich würde noch interessieren, ob er persönlich, also menschlich, an diesem Alvan hängt oder ob es wirklich mehr um die Beleidigung geht. Beides. Ich verzichte mal auf die Menschenkenntnisprobe. Beides. Okay, beides. Nun, was habt ihr vor, Junge? Wir werden nach Gara zurückkehren müssen. Relativ bald, denke ich. Ich gedenke, auf dem Weg entlang der Reichsstraße durch Tarpatien Halt bei Alwin Invictus zu machen. Bis hier, wo er ist? In der Nähe von zwei Mühlen war das letzte, was ich von ihm hörte. Das wäre ein großer Umweg, nicht wahr? Ein eher kleinerer Umweg. Wir müssen so oder so gehen besten reisen. Es sei denn, ihr wollt das gesamte Ochsenwasser umrunden. Was wird mit uns passieren? Und ihr... Er wird uns verbrennen. Ich bitte euch. Ihr haltet euch einfach aus der Sichtweite. Wirklich? Aber... Was denn machen? Aber ihr sagtet doch, dass Albuin... nun vernünftig sei und der Sohn Preios und der Gerechtigkeit anhänge. Und er ist ein gerechter Mann, aber ich verstehe auch, dass seine Anhänger viel Schmerz und viel Leid in der Partie erfahren mussten. Viel Schmerz und viel Leid, das auch auf den Taten von Männern in schwarzen Roben stützt. Und er hat keine Kontrolle über seine Männer, oder was? Habt ihr über jeden Mob immer die Kontrolle? Nun, wenn sie mir unterstehen, trage ich die Verantwortung für sie. Aber mir... Habe ich ein Auge auf sie. Also frage ich euch noch einmal, hat er keine Kontrolle über seine Männer? Wir reisen nach zwei Mühlen und damit ist die Sache beschlossen. Wenn ihr nicht mitkommen wollt, könnt ihr gerne in Talf so lange Rast machen. Die Frage hat schon ihre Berechtigung. Ihr wart als einziger dort, Jarlan. Ihr müsst uns nun darüber aufklären, ob er die Kontrolle über seine Leute hat. Ob es wirklich gefährlich für uns ist,